So, hallo und herzlich willkommen zu einem Adobe Illustrator Tutorial. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen, wie man dieses Bild hier zum Drucken in eine Vektorgrafik umwandelt. Wir sehen, wenn wir dort reinzoomen, sehen wir die Pixel. Und wir wollen dies in eine Vektorgrafik, also eine Grafik ohne Pixel, umwandeln. Dazu ziehen wir das Ganze einmal in Adobe Illustrator rein. Und das Ganze ist jetzt wirklich nur ein Klick. Wir wählen das hier grob aus und gehen auf Live Trace. Und sehen jetzt hier, das hat sich schon verändert. Und wenn wir dort jetzt reinzoomen, sehen wir, es sind keine Pixel mehr vorhanden. Ich kann ja mal vorher nachher zeigen. Guckt da mal genau hin. Ich drücke jetzt mal Steuerung Z. Und das verändert sich wieder in Pixel. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen klicken wir auf Live Trace und das Ganze wird als Vektorgrafik gespeichert. Das speichern wir natürlich ab über Datei, speichern unter. Und dann habt ihr eure Vektorgrafik und könnt die problemlos drucken. Ja. Ganz viel Spaß mit diesem Tutorial. Ich würde mich über positives Feedback freuen, wenn es jetzt nur ein Quick-Tip war. Ich werde demnächst mehr zu Adobe Illustrator machen, wenn ich davon mehr habe. Und ansonsten, ja, war es das für dieses Tutorial. Ich hoffe, ich konnte demjenigen helfen und bis zum nächsten Mal.